Heute geht's darum, die Hitze im Sommer unter einer lichtdurchlässigen Balkonüberdachung auszuhalten und mit welchen spartanischen Mitteln dort eine luftige Wohlfühloase geschaffen werden kann. Ich sitze auf dem Balkon einer lieben Freundin Regina und möchte eine Zeitung lesen. Doch die Sonne macht mir gehörig einen Strich durch die Rechnung. Selbst die beste Sonnenbrille bringt wenig Erfolg. Ein Sonnenschutz muss bei. Da kommt mir folgende Idee gerade recht. Doch was brauche ich dazu? 15 Gewindeösen, 15 Muttern, 15 Unterlegscheiben, 3 Seilspanner, 3 Seilklemmen, ein 7er Maulschlüssel, ein Bohrer, eine Bohrmaschine, ein Hammer, ein Seitenschneider, eine Kombizange, ein Körner, ein Schraubendreher, ein Gewindeschneider, das dazugehörige Handstück, Stahlseil und ein Zollstock. Zuerst bauen wir die Unterkonstruktion. Hierzu werden 3 Stahlseile über die gesamte Länge des Balkons gespannt, dessen effektive Länge ich nun ausmessen muss. Die Anzahl und Weite der Seile sind natürlich individuell, da ja jede Baustelle faktisch unterschiedliche Maße hat. Eine kurze Notiz tut gut, besonders dann, wenn das eigene Kurzzeitgedächtnis hier und da gewisse Lücken aufweisen sollte. In einem gleichmäßigen Abstand über die gesamte Balkonlänge bohre ich 5 3,3 mm Löcher. Bei 3 Dachträgern sind das zusammen 15 Bohrungen. Alle zusammen brauchen im Anschluss ein 4 mm Gewinde. Doch keine Bange, das Gewindeschneiden wird von Loch zu Loch perfekter. Ich versehe jede Gewindeöse mit einer Mutter, die ich gleich zum Kontern nutzen kann. Unterlegscheibe drauf und fertig. Alle oben vorbereiteten 4 mm Gewinde werden nun mit diesen Ösen versehen. Nun kann ich sie mittels der gerade erwähnten Kontermutter exakt in eine Richtung ausrichten und fixieren. Hierzu brauche ich den Schraubendreher und den 7er Maulschlüssel. Jetzt nehme ich mir das Stahlseil vor. Ich schneide 3 Stücke ab, die der Länge des Balkons entsprechen. Ich gebe etwa 10 cm dazu, da ich diese gleich zum Verbauen der Seilklemmen und Spanner benötige. Nun kann ich bereits das Seil in die hierzu ausgerichteten Gewindeösen einführen. Das hat mit Stiege rauf und mit Stiege runter zu tun und verlangt gewisse Balancierungsfähigkeiten. Und natürlich fädeln, fädeln und fädeln. Am Ende des Seils kann die erste Seilklemme angebracht werden. Auch hier ziehen wir den 7er Maulschlüssel zu Rate. Mit der Kombizange halte ich gegen, um die Klemmen die Aufgabe erledigen zu lassen, die der Hersteller einst für sie im Sinn hatte. Um zu verhindern, dass sich das Stahlseil an seiner Schnittstelle aufzwirbelt, versiegele ich es einfach mit Isolierband. Wähle die Farbe Silber, ich denke, das passt. Jetzt nehme ich mir die andere Seite des Seils vor. Wie ihr hier sehen könnt, wird da der Seilspanner montiert. Seine Aufgabe sollte man bereits am Namen erkennen können, er bringt den nötigen Zug ins Spiel. Dazu aber gleich mehr. Dieses Ende des Seils wird auf gleiche Weise montiert und anschließend ebenso mit silbernem Isolierband versiegelt. Zu guter Letzt bringe ich das Stahlseil in seiner Konstruktion auf Spannung. Dazu hake ich den Seilspanner in die letzte Gewindeöse ein und drehe so lange an dem beweglichen Teil, bis der nötige Zug erreicht ist. Mit den beiden verbliebenen Stahlseilen verfahre ich natürlich genauso. Passt, wackelt und hat Luft. So, das war's schon. Damit ist meine Unterkonstruktion fertig. Wie ich den Stoffbehang einziehe, das zeige ich euch allerdings erst nächste Woche. Tschüss! Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Viel Spaß beim Nachbauen, denn Werner macht's. You can do it too. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch und teilen. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, also einfach den Abo-Button klicken. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, Lob oder auch Kritik loswerden möchtet, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Und nächste Woche seht ihr, wie ich das Projekt zu Ende bringe und wie aus einer gewöhnlichen überdachten Galerie ein hübscher Lieblingsplatz geworden ist.